Heute sind wir gerade bei der Ansteuerung Teneriffas. Glück haben wir, dass die Acceleration Zones zwischen Gran Canaria und Teneriffa nur andeutungsweise zeigen, was sie so drauf haben und lassen uns mit 28 Knoten glimpflich davonkommen. Als erstes gehen wir in die Stadt und bekommen so einen guten Eindruck von Santa Cruz. Direkt hinter der Marina wird die Promenade gerade erneuert. Wenn das einmal fertig ist, wird es bestimmt sehr schön. Die Marina selbst liegt sehr zentral zur Stadt. Das Zentrum erreicht man zu Fuß oder mit dem Rad bequem über eine kleine Brücke. Santa Cruz de Tenerife, die Hauptstadt sowohl der Insel Teneriffa als auch der westlichen Provinz der Kanaren, ist mit 205.000 Einwohnern nach Las Palmas zweitgrößte Stadt der Kanaren. Das Auditorio de Tenerife wurde 2003 von Königin Sofia und Kronprinz Felipe feierlich eröffnet. Es gilt mittlerweile als Wahrzeichen Teneriffas. Im Inneren des Gebäudes befindet sich ein großer Saal mit 1658 Sitzplätzen und ein kleiner Saal für 428 Zuschauer. Genutzt wird das Auditorio für Kongresse, Opern und Konzerte. Das Klima hier am nördlichen Zipfel Teneriffas wird stark durch die Passatwinde beeinflusst. Im Küstenbereich ist es meist sonnig und trocken, feucht und wolkenreich jedoch in den Tälern und auf den Höhen des Anaga-Gebirges. Wir haben uns wieder ein Auto gemietet. Die erste Tour führt uns auf die Nordwestseite der Insel. Dort ist eine kleine neue Marina bei Garaccio entstanden. Sie bietet wenige Liegeplätze und ist scheinbar nicht auf Durchreisende eingestellt. Ein paar Kilometer weiter erreichen wir Santiago del Teide. Und schauen uns dort die kleine Kirche an. Von Santiago del Teide aus führt eine schmale Straße in Hunderten von Serpentinen durch das fantastische Mascatal. Seit 2018 ist die Schlucht und der am Ende gelegene Bootsanleger für geführte Wanderungen freigegeben. Die Einblicke, die man aber auch von der Straße aus bekommt, sind sehr beeindruckend. Was uns hier besonders auffällt, ist der schnelle Wechsel der Vegetationszonen. Je nachdem, wie hoch man sich gerade über dem Meeresspiegel befindet. Auch die Temperaturen in über 1000 Meter Höhe gehen empfindlich zurück. Ein weiteres großartiges Ausflugsziel, den Rock de la Bodegas, erreichen wir über San Andrés mit seinem herrlichen Blick über Santa Cruz.
Der Weinkellerfelsen, Rock della Bodegas, war im 17. und 18. Jahrhundert ein wichtiger Umschlagplatz für den Wein aus dieser Gegend. Besonders aus Flandern und England kamen die Segler hierher, um Wein zu bunkern. Der Rückweg führt uns durch die hochgelegenen Lorbeerwälder, hier im Norden der Insel. Diese urtümlich aussehenden Wälder dienten schon als Kulisse für Jurassic Park. 14 Grad haben wir hier. Am nächsten Morgen gehen wir zum Einkaufen in Santa Cruz auf den berühmten Mercado de Nuestra Señora de África. 1943 wurde diese Markthalle im maurischen Stil einer Karawanserei erbaut. Hier bekommen wir besonders gut Grundnahrungsmittel, Obst und Gewürze. Ich zeige euch heute was ganz Besonderes. Wir haben Chicharro gekauft. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, was ist Chicharro? Ich zeige es euch. Das ist Chicharro. Und Chicharro ist eine erbsenähnliche Frucht und die muss gepellt werden. Ungeschälte Erbse hat ja auch diese harte Haut. Und deswegen muss man die schälen und das sieht dann so aus. Wir schälen die einfach. Und trinken dabei natürlich eine Dose von dem herrlichen Bier, was die Segler trinken. Gekocht und als Salat mit Paprika und Koriander angemacht. Dazu ein Pulpo mit Nudeln. Extrem gut. Wie auf Gran Canaria fahren wir auch hier auf Teneriffa alle Marinas erst einmal mit dem Auto ab. So können wir später einmal besser entscheiden, ob sich ein Besuch mit dem Boot lohnt. Christianos ist nix. Furchtbar. Hat ein bisschen geankert, aber ansonsten Katastrophe. Ja, das ist die Einfahrt in den Hafen von Radazul. Ich denke, es ist sehr eng. Wasser hat eine dolle Qualität. Irre, klar. Aber es ist einfach zu klein für uns. Und ich denke, kommt deswegen auch nicht in Frage. Das Highlight einer jeden Teneriffa-Reise ist natürlich die Fahrt zum Pico del Teide. Er ist mit 3718 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Berg Spaniens. Misst man die Höhe vom Meeresboden, sind es sogar 7500 Meter. Damit ist der Teide der dritthöchste Inselvulkan der Erde.
Eine besondere Pflanze erregt unsere Aufmerksamkeit durch ihren tollen Blütenstand. Es ist der Wildprätznatternkopf. Diese Pflanze ist mehrjährig und wird bis zu 3 Meter hoch. Ihre Blüten sind rot oder rosa und verfärben sich schließlich zu blau. Nur auf La Palma und Teneriffa sind sie anzutreffen. Namenspatron ist der Schweizer Botaniker Hermann Wildprätt. "1964 wurde das Observatorium del Teide eröffnet. Es liegt auf 2400 Metern über dem Meer. Die ersten astronomischen Beobachtungen wurden bereits nachweislich 1701 von Augustinermönchen durchgeführt. Heute sind die Wissenschaftler hier besonders auf die Sonnenbeobachtung spezialisiert. Hier auf Teneriffa fallen wir in einen echten Landschaftsrausch. Die extrem abwechslungsreiche Umgebung ist unbeschreiblich und nur andeutungsweise im Video zu zeigen. Auf der Rückfahrt nach Santa Cruz führt die Gebirgsstraße durch alle Vegetations- und Klimazonen. Überall in den Felsen sind Weinkeller angelegt. Wieder zurück an Bord werden unsere Sammelstücke gesichtet und seefest verstaut. Morgen früh soll es weiter nach La Gomera gehen. Für die 68 Seemeilen veranschlage ich ca. 12 Stunden freie Fahrzeit. Also müssen wir früh los, damit wir möglichst vor 18 Uhr in San Sebastian einchecken können. Es ist kurz nach 6. Wir sind gerade ausgelaufen aus Santa Cruz, der Teneriffa. Die Sonne geht wahrscheinlich gleich irgendwann auf und wir gucken mal, wie es hier draußen aussieht. Der Mond ist auch noch da. Um die Uhrzeit natürlich noch kein Wind. Deswegen motoren wir. Da hinten sieht man noch die Fähren, die zwischen Gran Canaria und Teneriffa hin und her fahren. Und dann fängt schon wieder an zu schaukeln. Es ist mittlerweile 20 vor 8. Wir haben schon ein ganz schönes Stückchen zurückgelegt. 6 Meilen sind wir schon von Santa Cruz entfernt und haben jetzt auch schönen Wind bekommen. Wir sind jetzt mal 13 Knoten Wind, die uns dann auch fast 7 Knoten Geschwindigkeit bescheren. Und hier erwartet mich ein, oh, guck mal, auf Eierkurs ein Frühstück.
Kaffee ist auch fertig. So, und auf dem anderen Plotter sieht das jetzt so aus. Da sind wir losgefahren. Jetzt sind wir schon hier. Der Wind kommt mittlerweile fast 180 Grad direkt von hinten. Wir sind hier in der Acceleration Zone, das heißt in dieser Windbeschleunigungszone. An Land sieht man, die Windräder drehen sich fast nicht. Das heißt, an Land ist so gut wie kein Wind. Und hier draußen haben wir immerhin fast 20 Knoten wahren Wind. Man kann das auch sehen anhand der Welle, die sich hier jetzt aufgebaut hat. Gucken wir mal. Da oben ist das große Observatorium auf dem Berg. Dahinter ist der Teide. Kann man jetzt von hier noch nicht sehen. Und der Windpark hier ganz voraus, hier vorne, der dreht sich so gut wie nicht. Und wir haben hier doch immerhin 15 bis 20 Knoten Wind. Das ist diese typische Situation hier zwischen den Inseln. Wir befinden uns mittlerweile etwa vor Galetas del Sur, am südlichen Ende Teneriffas. Den Kurs haben wir auf die 1000-Meter-Linie gelegt, da wir wissen, dass sich dort oft eine Gruppe Pilotwalen aufhält. Hier direkt, hier müssen direkt hier sein. Da, hier, boah. Lecco mio. Hast du gesehen? Weg sind sie. Wir haben zwei, dreimal geguckt. Da. Ganz so dunkel. Da. Ich scheine etwas kleiner zu sein. Nach der Show der großen Meeressäuger kommen die kleinen Delfine vorbei. Die Windvorhersage hat die tatsächliche Situation im Prinzip gut vorhergesagt. Wir trauen nur der vorhergesagten Windstärke nicht. Unsere Taktik lautet deshalb, so viel Höhe wie möglich zwischen den Inseln machen. Zur Not auch mit Motorunterstützung. Mittlerweile kennen wir ja das Spiel hier zwischen den Inseln. Wir haben jetzt 37 Meilen hinter uns, es ist 12:30 und der Wind ist hochgekommen jetzt. Wir haben jetzt um die 20 Knoten Wind. Der scheinbare Wind liegt bei 15, 16 Knoten, 13 auch manchmal. Und wir laufen momentan 5,5 Knoten unter Genua. Es schaukelt ziemlich, Schaumkrönchen haben wir. Wir fühlen uns sehr wohl. Zeig mal, wie es dir schmeckt.
und eine mit Stiel. Das ist eine Stielfolge. So, anderthalb Stunden vor La Gomera erwischt es uns dann doch noch, dass wir jetzt locker mal so 28 Knoten Wind plötzlich haben. Kleines Segel. Mal sehen, was das gibt. Vier Meilen vor La Gomera. Ungefähr 30 Knoten Wind haben wir jetzt. Braucht eigentlich kein Mensch. Über Funk melde ich mich an. Port Control meldet sich sehr freundlich und meint, wir sollten gut aufpassen, weil sie selbst im Hafen noch über 20 Knoten Wind hätten. Na dann. Warum ist das eigentlich immer so? Wenn wir irgendwo ankommen, sind entweder Fähren im Weg, Tanker, die auslaufen, oder der Wind zeigt seine Muskeln. Blödes Spiel. Nachdem wir schließlich den Tonnenstrich, der nicht in der Navionics-Karte eingezeichnet ist, gefunden haben, werden wir von einem Mariniero freundlich am Liegeplatz empfangen. Wir sind auf La Gomera. Warum La Gomera zu einer unserer Lieblingsinseln wird, zeigen wir euch in einer weiteren Episode, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.